Kurs Aufstieg. Und von diesem Weg wollen sie sich auch nicht mehr abbringen lassen. Der erste FC Köln und das klare Ziel fürs neue Fußballjahr, Bundesliga-Rückkehr. Hochmütig oder übermütig, glaube ich, werden wir nicht. Wir wissen schon, dass das ein schwerer Weg ist. Das haben wir auch am Anfang der Saison gesagt und das hat sich auch bestätigt, obwohl wir eine gute Hinrunde gespielt haben und doch eine gute Punktzahl erreicht haben. Deswegen die Jungs, die werden mit Sicherheit sehr konzentriert an die Sache rangehen. Zum Start in 2019 gleich ein echter Gradmesser und auch die Chance, einen direkten Konkurrenten weiter auf Distanz zu halten. Die Kölner Auswärtsaufgabe beim 1. FC Union Berlin. Das ist eine Mannschaft, die, wie gesagt, sehr kompakt steht, sehr diszipliniert gegen den Ball arbeitet. Deswegen sind sie auch so stabil, dass sie immer wieder in die Punkte einlaufen, dass sie halt nur ein Spiel verloren haben. Wird schwierig, muss man schon sagen. Ist nicht umsonst, die haben auch nochmal nachgelegt. Das zeigt auch die Ambitionen von Union. Also es ist nicht umsonst, dass sie mit da oben sind. Die haben schon ihre Qualität. Die Kölner Winterpause als Tabellenzweiter, einen Punkt hinter dem HSV und 5 Punkte vor Union Berlin, dem Tabellenvierten. Für uns ist jedes Spiel wichtig, unabhängig jetzt davon, ob wir uns von Union dann in irgendeiner Form absetzen können, einfach jedes Spiel. Wir müssen unsere Punkte einfahren, wir müssen uns auf uns konzentrieren, nicht darauf konzentrieren, dass wir uns irgendwo absetzen, sondern wir setzen uns zwangsläufig ab, wenn wir einfach unser Spiel umsetzen und wenn wir unsere Spiele gewinnen und unsere Punkte holen, dann wird das sowieso der Fall sein. Zum Start ins Jahr ein echtes Spitzenspiel in Liga 2. Die möglichen Aufstiegskandidaten Köln und Berlin im direkten Duell. Für den FC bleibt der Kurs so oder so klar. Es zählt nur der direkte Wiederaufstieg.